Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Hunter. Ja, heute auf White Hart Island ein wenig unterwegs. Ja, ein paar Wapitis jagen, ein paar Truthähne und ja, mit dabei habe ich den Vorderlader, den alten, dann die Blinkhinken und im Inventar habe ich noch die 8x57 Anschlüsse. Sollte mal was richtig Seltenes kommen. Aber ich denke mal, das werden wir nicht brauchen. Ich jag irgendwie viel zu wenig mit dem Vorderlader. Ich mochte ihn auch anfangs nicht so. Da dachte ich mir, ich nehme ihn jetzt einfach mal mit. Da er nicht gerade der Stärkste ist, aber trotzdem Lungenschlüsse verursacht. Aber das ganz gut ist, um den Hund zu leveln, habe ich den Hund auch noch mitgenommen. Ja. Dann würde ich sagen, ich schalte wieder ein, wenn ich was vorhab. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Habe jetzt davon einen Truthahn vor. Ja. Hier hat. Wieso gehst du jetzt nicht? Ich hab dich da hinten Platz gelegt. Hier sollte noch irgendwo einer sein. Er hat vorhin auch called. Hat einfach nicht der Hund. Ah, da hinten kommt er. Diesmal bevor ihn der Hund vertreibt. Mann, Hund, was machst du? So, die zwei haben called. Schauen, ob hier noch irgendwo einer ist, weil sonst, wenn ich hier um 9 Uhr starte. Aber haben wir gleich 5, 6 Truthähne. Dann habe ich hier auch ein Dreibein stehen. Kommen dann meistens von da unten. Oder eben da hinten. Aber ich glaube, viel mehr kommt hier nicht. Da drüben, was ist das? Weißwild, Dame. Mal schnell angerüpst. Ja, hört sich irgendwie komisch an, der Caller. Wie der neue Angriffssound von den verwilderten Schweinen. Naja, aber ich melde mich, wenn dann die Dame da drüben bei mir ist. Also bis gleich. Da bin ich wieder. Da ist jetzt noch ein Truthahn kommen. Oh ja, der rennt da schon. Viele Quests. Mann, Hund, jetzt bleib doch liegen. Weiß nicht, dass der beim Schuss immer aufstehen muss. Alter, du vertreibst mir hier noch was. Bleib. Ey, du bist ja zu dumm zum Essen. Naja, da hinten die Truthähne wären zwar noch ganz toll gewesen, sobald das alles nur Männchen waren. Schaut's hier aus. Und noch etwas weit. Und ich schwör's da. Leg dich hin. Bleib. Er hört einfach nicht auf mich. Was hast denn? Braucht denn er noch? Bisschen. Und ich schwör's, wenn du mir den Weißwedel vertreibst. Kann ich wenigstens sagen, du bist nicht schuld und. Aber jetzt hast du wieder Hämorrhoiden. Hatte ich letztens auch. Wenn ich ihn nicht Platz lege und dann schieß, dann springt er auf und stellt sich so hin wie hier jetzt. Naja, ist ganz witzig. Naja, mal schauen, ob wir den einen Truthahn da jetzt noch getroffen haben oder nicht. Hoff's mal, dann haben wir wenigstens drei. Und drei sind weggeflogen, das habe ich gesehen. Polterblatt, rechte, linke Lunge. Gut, dann würde ich sagen, ich schalte wieder ein. Naja.
Ich bin jetzt hier bei meinem Truthahn. Als habe ich den 30er. Irgendwie nur mehr kleine hier unterwegs. War na gut. Dann würde ich sagen, ich schalte wieder ein, wenn ich das nächste Tier vorhabe. Oh, da bin ich. Da vorne habe ich jetzt eine Schwarzwilddame vor. Da hinten hat ein Mensch Gold. Wird wahrscheinlich gleich mein Hund ankommen, ja. Es würde ich mir noch wünschen, dass der liegen bleibt, wenn ich einen Schuss abgebe. Weil ich hatte das manchmal schon, dass er da auch kam, wenn ich mit dem Bogen geschossen habe. Und das ist dann eben nicht mehr vom Vorteil. Oder mit der 22er. Weil das ist ja dann leise und dann versuche ich ja mehrere Tiere zu kriegen und dann nicht so toll. Da der Hund dann auch immer zwischenrennt. Dann würde ich sagen, ich gehe mal weiter und dann melde ich mich, wenn ich was vorhab. So, da bin ich. Ja, ich habe jetzt etwas früher wieder eingeschalten, weil ich ja noch über die neue Map reden wollte. Und zwar wurde jetzt ja bestätigt, dass die Rocky Mountains kommen. Also ich stelle mir das vor, eine Mischung zwischen Val d'Or und Red Feather Falls. Also ich weiß so circa, wie es in den Rocky Mountains aussieht. Im Spiel werden es die Rocky Mountains im Herbst, also von den Tierarten, was ich mir vorstelle, ich glaube die Pronghorn Nope oder so irgendwie heißt die, ist ein ganz nettes Tier. Wenn ich ein passendes Bild finde, blende ich es jetzt hier mal ein. Dann der Biber, dann das Murmeltier, Gämse, Dickhornschaf, dann Talschaf oder so irgendwie heißt das. Keine Ahnung, ich habe jetzt davon nicht so viel Ahnung. Dann Elch, wenn es dort auch noch geben, dann den Wolf. Ja. Rennt, oder? Er liegt. Ich dachte, das wird da vorne rennen. Ja. Das sind so die Tiere, die ich mir dort vorstellen kann oder die es dort auch in Real Life gibt. Es ist nur die Frage, ob sie die auch dort reinbringen. Dann den Berglöwen oder so irgendwie heißt der, den gibt es dort auch. Dann Luchse nehme ich mal an, aber Luchse darf man ja in Real Life auch nicht schießen, also wird es die dort schon mal sicherlich geben. Mal schauen, ich lasse mich überraschen. Freue mich irgendwie schon. Naja, was soll ich denn sonst dazu noch groß sagen, weil. Oh. So. Dann sammeln wir jetzt mal den Weißwild ein. So. Ah, ist das von den Truthahn? Hat davon einen Hund, leg dich mal hin. So, dann leg ich da auf den Stein und da unten ist eine Attrappe, nehme ich. Ja, das ist eine Attrappe. Naja, jetzt kann ich hier nicht so weit runter. Letzten Haaren drauf und runtergefallen. So, dann setzen wir da mal einen Punkt hin. Ja, oder circa da mal ihn nicht sehen. Sammeln die hier mal ein. Sammeln da drauf ein Schulterblatt, der rechte Lunge, Leber. Gut, dann gehe ich jetzt mal vor zum Truthahn und melde mich, wenn ich ihn hab. Bis gleich. So, da bin ich. Als da vorne noch ein Schwarzwild. Oh. Oh, das wird so nix. Ja. Und kannst du jetzt mal.
Dann gehen wir mal runter mit. So. Der weibliche Truthahn. Ich brauche nämlich noch einen Abschluss mit 50er K-Block Vorderlader. Dann habe ich damit mal 25. Jetzt ein Weibchen oder da hinten. Das Männchen sich mal ein bisschen besser hinstellen würde. Aber ich glaube, das Männchen hat kein Interesse. Jetzt aus. Und du bleibst da vorne liegen. Und ich schalte wieder ein, wenn ich das nächste Tier vorhab. Ja, ich. So, da bin ich wieder. Jetzt kommt hier vorne der männliche Schwarzwedel. Den bleibt dann versuche ich mal einen Schuss. So 75 Meter. Noch nie so weit geschossen mit dem. Schauen, ob das jetzt. Ja, der rennt. Oh ja, ich bin Körpertreffer. Also, jetzt muss ich warten, bis das Ding nachgeladen hat. Gut, dann schauen wir mal, was wir getroffen haben. So. Und dann. Ah ja, das schaut nach Lungentreffer aus. Ja, Lungentreffer. Da hat der Hund was zum Nachsuchen. Und? Gut. Dann würde ich sagen, ich schalte wieder ein, wenn ich das Tier gefunden habe. Kann jetzt ja nicht weit sein. Also bis gleich. Ah, mein Hund hat jetzt den Schwarzwedel gefunden. Schauen wir mal. 156er, naja, ist nicht schlecht für den Anfang. Gut, zeige ich damit die 25 Abschlüsse. Ich bedanke mich damit aber fürs Zuschauen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.